ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich mal wieder einen Vlog von mir. Wir haben heute den 10. April, 15.05 Uhr. Es gab schon so lange keinen Vlog mehr auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe richtig Bock, mal wieder was zu vloggen. Heute passiert mal wieder was Großartiges in meinem Leben. Nein, eigentlich nicht. Es ist nur ein ganz lässiger Stream von meinem Kumpel DJ Foxy. Aber ich dachte, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Wir streamen eine Runde auf Twitch. Kommt einfach mal mit. Yo. Bevor wir in den Vlog starten, habe ich euch noch ganz kurz mitzuteilen. Ey, Leute, heute war so ein stressiger Tag. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Wenn du Bock hast, gibt gerade ein bisschen Probleme. Da sitze ich heute schon den ganzen Tag dran, versucht es für euch zu regeln. Ja, das regeln wir jetzt mal. Und ja, mich halt die Schnauze. Wir haben jetzt 15.25 Uhr. Ich wollte eigentlich um 15:30 losfahren. Ich müsste allerdings noch meine ganze Sache richten, weil das hat mich heute so gestresst, die Scheiße. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Egal, mich errichte jetzt deine Sachen und geh los. Immer gerne holen. So, Laptop, iPad, Tuba, der legendäre Auftrittskoffer. Jawohl, erstmal Mikros hier raussuchen. Zum Glück ist hier alles absolut perfekt geordnet. Na, super. So, zum Verlosen noch ein paar Autogrammkarten und Aufkleber. Und Merch soll ich auch noch mitnehmen. Auch ein T-Shirt. Komm, wir nehmen noch ein Tiki-Taka-T-Shirt mit. So, Freunde, jetzt kann es losgehen. Arsch rein. Braucht die Lederhose, brauche ich noch. Wop, wop, wop. Die brauche ich noch. Gell? Hier ist sie doch. Brauchen wir auch noch blaue Socken. So, Lederhose, blaue Socken. Wie lange ist es eigentlich schon her, dass ich mal wieder hier meine geniale Auftrittsjacke anhatte? Ich glaube, ich hatte die schon so lange nicht mehr an. Und jetzt fahren wir los. Oh, wow, wow, wir haben 15.44 Uhr, Leute. Ja, Butterkekse und eine Pfandflasche, aber egal. Oh. Ich habe irgendwas vergessen, aber ich habe keine Ahnung was. Ja, egal. Ich bin jetzt angekommen, aber für das, dass die heute eigentlich Regen gebracht haben, ist das Wetter hier ziemlich geil, oder? Hört ihr die Musik schon? Foxy! Was geht ab? Ich höre gar nichts. Servus, alles klar? Kommen wir jetzt zur Auftrittslocation. Schaut es euch mal an. Es sieht einfach schon mal richtig geil aus hier. Wow! Da geht schon los hier! Alter, herrlich hier, oder? Warum ist eigentlich meine Nase hier so rot? Ich keine Ahnung. Egal, ich zeige euch jetzt immer fachgerecht. Ein Mikrofon an der Tuba dran macht. Vorher? Nachher. Profi, oder? Ich frage mich gerade echt, wie lange ich schon kein Mikro mehr in der Hand hatte. Es fühlt sich echt gut an. Es fühlt sich richtig an. Oh. Ich glaube, die hören mich gerade, oder? Ich mache gerade einen Vlog, aber das taucht jetzt im Chat auf, aber ist egal. Ich bin so motiviert, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. So motiviert. Und jetzt, ich weiß echt nicht, was da los ist. Ich bin so rot, wie wenn ich Lippenstift hätte. Micha aus dem Schnitt, du hast einfach nur eine falsche Kameraeinstellung gehabt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich zieh mich jetzt um, ich habe hier mein Sach. Und ihr glaubt gar nicht, ich vermisse es einfach so. Einfach mal wieder so Hinterhof. Ich meine, ich bin Zimmer Fox im Zimmer. Aber zu einem Hinterhofladen mich umzuziehen und nachher auf die Bühne zu gehen, ich vermisse es einfach so. Ich freue mich so, wenn es irgendwann mal wieder losgeht. Wollte ich euch gerade mitteilen. Ich bin umgezogen, jetzt geht's los zu meinem Auftritt. Da hinten. Da. Wir fahren mit dem Bob. Arg viel mehr brauchen wir nicht zum Leben hier. Ja, hallo Instagram. Hallo Twitch. Und hier sind wir auf TikTok. Alles live hier. Ja, auch wenn die Nummer gerade nicht mehr auf Spotify verfügbar ist. Ganz egal. Hier habt ihr sie. Foxy. Alles klar. Ladies and Gentlemen, ich darf euch begrüßen bei DJ Foxy im Livestream. Ich hab Bock. Und wie sieht's bei euch aus? Ein Top in den Chat. Ein Top.
Foxy, ich kann den Text nicht mehr. Ich war schon so lange nicht. Boah, sei voll mit der Scheiße. So, mein Auftritt ist rum und ich muss echt sagen, ich habe jetzt echt schon viele, viele Livestreams gemacht. Aber es ist immer noch komisch, weil du machst den Auftritt und bist einfach mit dem Song fertig und dann Totenstille. Und ich lese ja meinen Chat eigentlich nie während dem Stream. Ich gucke halt hin und wieder mal drauf. Aber du kriegst absolut gar kein Feedback. Das ist auf der Bühne einfach so krass anders. Trotzdem hat es Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen was zu machen. Ich habe, glaube ich, die Hälfte der Texte vergessen, aber egal, jetzt geht's erstmal noch ein Bierchen trinken. A few inches later. Wie war das nochmal? Lieber alles fallen lassen, als zweimal zu laufen. Schon allein der Sound von diesen Rollen vermisse ich. Weil das hat sich immer so nach Auftritt angehört. Habe ich da gerade ernsthaft eine E-Mail bekommen, dass ich zu fett bin? Also so fett bin ich jetzt auch wieder nicht, oder? 14 Kilo abnehmen. Also die Kohle ist heiß, das heißt, wir können jetzt grillen, aber der muss da unbedingt noch so eine scheiß Mucke machen, dabei habe ich Hunger. 2 hours later. Ui. Schwuppdiwupp und es ist dunkel, der Mich hat irgendwie gerade vergessen weiter zu vloggen, ganz egal. Ja, wir haben jetzt gerade gegessen, mein Teller ist leer, also ich brauche euch jetzt nicht meinen Teller zeigen, aber ihr seht ihn trotzdem da. Und... Gibt es was zu sagen, auch, Foxy? Es hätte auch eine Käserote für dich. Ich esse lieber noch das Kräuterbaguette, bevor es verbrannt ist. Ich wollte euch übrigens sagen, ich vlogge die ganze Sache hier. Also falls ihr motiviert seid, ich werde diesen Vlog wahrscheinlich morgen fertig schneiden. Dann wird er Montag oder Dienstag online gehen. Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal reinschauen. Viel Spaß. Peace out, liebe Grüße. Micha von der Rampe. Foxy, ich bedanke mich bei dir für den mega geilen Stream. Sehr gerne. Was wird das hier? Ja, das ist dein Bier. Du musst ja noch ein Bier mitnehmen. Ach, das ist gutes, meine Gage. Gutes Bier hier von uns. Meine Gage. Dann sag ich vielen Dank, Foxy. Danke für den mega geilen Stream. Sehr gerne. Jetzt geht's heim. Oh, ich bin zu Hause angekommen. Und ach Leute, ich vermisse es einfach so. Das Feeling, auf einen Auftritt zu gehen, meinen Sack zu packen, alleine unterwegs, also ich bin ja meistens alleine unterwegs, oder ich habe selten irgendwie einen Fahrer dabei, oder sowas, nachts die Autobahn heim zu bretten, so das Feeling, ist schon schade. Aber egal, ich will jetzt hier auch nicht lange rumlabern und rumheulen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und falls ihr mehr von solchen Vlogs mal wieder wollt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, heute zu vloggen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da oder schreibt mir noch was Liebes in die Kommentare. In diesem Sinne, peace out, liebe Grüße, Micha von der Rampe. Und bevor ihr jetzt abschaltet, die Nummer, wenn du Bock hast, ist ja gerade nicht auf Spotify verfügbar. Wir sind gerade mit Hochdruck dran, dass die Nummer wieder online kommt. Ich hoffe, sie ist bald wieder für euch am Start.